Warum sollen die Wähler Sie am 26. September wählen? Ich stehe für eine soziale, liberale Politik, die sich durch Verlässlichkeit, Machbarkeit und Finanzierbarkeit auszeichnet. Welches Thema bewegt Sie im Wahlkampf besonders? Im Moment ganz, ganz sehr. Die letzten Wochen und Monate haben es gezeigt. Unsere Kinder und Jugendlichen sind zu kurz gekommen. Schon in den Jahren vorher, aber eben ganz besonders in den letzten Jahren, in den letzten Wochen und Monaten. Und dort müssen wir ran. Die brauchen, die verdienen eine ordentliche Schulausbildung, ordentliche Ausstattung, zukunftsorientierte Lehrpläne. Und wir stehen natürlich auch für ein bundesweit einheitliches Bildungssystem. Und was verbinden Sie mit Ihrem Wahlkreis? Chemnitzer Umland, Erzgebirge? Vielfältigkeit, ländlicher Raum, Tradition, Handwerk, Mittelstand ganz besonders. Das ist die Basis unserer Werte und natürlich die Basis dafür, dass wir auch sozial uns engagieren können.